Lieber Lars, liebe Delegierte, in der Einladung stand es, unser ordentlicher Kreisparteitag musste zweimal verschoben werden. Und ich konnte mich noch gut daran erinnern, als wir vor 2,5 Jahren war es, 2019, in der Stadthalle Waltrop zusammengekommen sind, um einen Kreisvorstand zu wählen, um die Kommunalwahl vorzubereiten. Und da waren wir wirklich guten Mutes, kämpferisch, haben ein Signal der Entschlossenheit gesetzt. Aber ich glaube, wir alle hätten uns nicht träumen lassen, was dann im nächsten Jahr und in den Monaten danach passiert. In diesen 2,5 Jahren hat sich die Welt verändert. Wir haben die Corona-Pandemie, wir haben eine Ukraine-Krise, es ist Krieg, mitten in Europa. Und da werden natürlich auch die Anforderungen und die Herausforderungen für alle politischen Ebenen, egal ob im Ortskreis, aber insbesondere auch auf Landes- und auf Bundesebene, immer schwieriger und schwieriger. Aber dennoch haben wir unter diesen schwierigen Bedingungen, insbesondere über Lockdowns hinweg, über Maßnahmen, die erforderlich waren zur Eindämmung der Pandemie von 2020 bis 2022, richtig gute Arbeit gemacht. Als Kreisverband, aber auch in der Stadtverband. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in Waltrop, als die Schilder hochgehalten wurden, Bodo Klimpel, unser zukünftiger Kreisbürgermeister. Ich habe damals gesagt, und viele haben das auch unterstrichen, der Bodo Klimpel, der wäre der richtige Mann, weil er eine Stadt zusammenhalten kann und weil er auch einen Kreis zusammenhalten kann, weil er bodenständig ist, weil er Verwaltungserfahrung hat, weil er auf die Menschen zugehen kann. Und all das macht einen guten Landrat aus. Und ich kann jetzt, glaube ich, sagen, und da werden wir alle zustimmen, der Bodo Klimpel, die Kreistagsfraktion, aber auch die Bürgermeister der CDU Kreis Recklinghausen, die haben in den letzten 2,5 Jahren gemeinsam mit uns, wir alle gemeinsam, einen richtig tollen und guten Job gemacht. Übrigens haben ja einige SPD-Bürgermeister nachher gesagt, schon mal vor der Wahl, ja, das ist ein gutes Wording. Das ist kein gutes Wording, das mag gutes Marketing sein, aber es ist einfach Fakt. Es stimmt. Wir haben einen Landrat, der auf die Menschen zugehen kann, der Fachkompetenz hat und der in schwierigen Situationen im Rahmen dieser Corona-Pandemie wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat, der menschliche Nähe und Fachkompetenz miteinander verbindet. Und dass das alles so geräuschlos läuft, auch parteiübergreifend, das hat auch etwas damit zu tun, dass unsere Kreistagsfraktion in den letzten Jahren gut gearbeitet hat. Und auch da war der Weg ja nicht immer unbedingt einfach. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die Diskussionen, die wir geführt haben, weil wir eine Liste präsentiert haben, vor der Kommunalwahl, für den Kreistag. Mit vielen neuen Gesichtern, vielen neuen Personen. Wir wollten die Kreistagsfraktion jüngerer und weiblicher machen, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass wichtige Erfahrung nicht verloren geht. Und ich glaube, am Ende, und das war ja auch mit einer der Entscheidungen, die wir Delegierten, war das der richtige Weg. Wir haben eine gute Mischung in der Kreistagsfraktion, wir arbeiten auch gut mit anderen Fraktionen zusammen und das nützt am Ende nicht nur dem Kreis Recklinghausen, es nützt auch den Städten des Kreises Recklinghausen. Da wird sicherlich auch gleich Bodo Klimpel noch mal eingehen, denn das war uns wichtig. Gute Kreispolitik bedeutet auch immer gute Politik für die 10 Städte des Kreises Recklinghausen und ich bin der Meinung, wir haben da bisher wirklich fortgehalten als Kreis. Ja, es gab natürlich dann auch einen Einschnitt bei der Bundestagswahl. Dennoch könnte ich jetzt formulieren, wir haben auch da unsere Abgeordnetenzahl verdoppelt. Das tue ich jetzt aber nicht, sondern wir haben den Landtagsabgeordneten für den Kreis Recklinghausen jetzt auch noch mit mir einen Bundestagsabgeordneten. Mir macht die Arbeit Spaß, mir macht sie Freude. Aber das war auch nur möglich, weil wir alle zusammengehalten haben. Weil wir nämlich ein Zeichen gesetzt haben für die Region, im Bezirk, im Land, dass der Kreis Recklinghausen zusammensteht, das ist wahrgenommen worden im Bezirk, im Ruhrgebiet, aber auch auf Landesebene, dass wir unter schwierigen Bedingungen in einem traditionellen SPD-geführten Kreis eine Wahl gewinnen können, stärkste Fraktion werden können, den Landrat stellen können.
Und nur das war dann auch wirklich der Schlüssel an der gemeinschaftlichen Leistung. Das war der Schlüssel dafür, dass dann ein Vertreter unseres Kreisverbandes auch eine gute Positionierung auf der Landesliste zur Bundestagswahl bekommen hat. Das ist ein Erfolg von uns allen. Wir haben gut zusammengearbeitet und diese Geschlossenheit, die müssen wir uns bewahren, diesen Zusammenhalt, den müssen wir signalisieren auch in den nächsten Jahren. Das waren schwierige Aufgaben auf uns und dann können wir auch die nächsten Jahre gut angehen und meistern. Dafür von meiner Person auch nochmal herzlichen Dank, ganz persönlich für diese Unterstützung. Hat es ja dann gezeigt, wir hatten engagierte Kandidaten, eine engagierte Kandidatin mit Marita Bergmeier. Josef Rufenlöhr hat ein hervorragendes Wahlergebnis erzielt. Manni Langenkamp hat sich ebenso eingesetzt. Patrick Böck beispielsweise hat den Dattel dann auch wirklich direkt gewonnen und sowohl bei den Zweitstimmen als auch bei den Erststimmen in Datteln auch traditionell rot geprägt, ein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben mit Markus Kahr einen guten Kandidaten auch gehabt, genauso wie mit Annette Bunse für Gladbeck. Am Ende hat es auch gezeigt und dazu geführt, dass wir im Kreis Recklinghausen, und das ist ein Novum, im Kreis Recklinghausen bei der Landestagswahl stärkste Partei geworden sind. Das haben wir auch gemeinsam geschafft und da kann man auch selbstbewusst sein und das auch durchaus nutzen. Aber nun bin ich natürlich nicht hier, um nur ein bisschen Selbstbeweihräucherung zu betreiben. Ich glaube, es ist sinnvoll und notwendig, dass man gute Ergebnisse auch herausstellt. Aber der Kreisverband steht wie viele andere Parteien natürlich auch vor großen Herausforderungen. Und das fängt, und das will ich auch ganz offen sagen, natürlich auch insbesondere bei den Kreis. Wir werden uns insbesondere auch nach diesen schwierigen 2,5 Jahren, natürlich selbstverständlich, das Parteileben ein anderes würde, wo man viel auf digitale Veranstaltungen, Formate umswitchen muss. Wir müssen uns als Kreispartei auch da Gedanken machen, wie wir A, das Parteileben vor Ort wieder gemeinsam aktivieren. Nicht, weil es falsch gelaufen wäre, sondern weil es einfach schwierig war in der jetzigen Bedingung. Aber wir müssen uns auch überlegen, wie wir neue Veranstaltungsformate kreieren können. Denn eins ist auch klar, wir müssen auch wieder besseren Anschluss bei jüngeren Menschen, bei den Jungwählerinnen und Wählern finden. Und da müssen wir einander gehen. Und da gibt es gute Ideen. Da gibt es auch gute Ideen in den Stadtverbänden. Die werden teilweise auch schon umgesetzt. Wir müssen digitaler werden. Wir müssen ein neues Format, ein niederschwelliges Format entwickeln. Und ich glaube, das können wir auch in der Gemeinschaft als Kreisverband mit den Mitgliederbeauftragten vor Ort. Helga, du hast eine hervorragende Arbeit gemeinsam mit den Mitgliederbeauftragten in den Städten geleistet. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht in einer Mitgliederwerbeaktion. Das müssen wir intensivieren. Da müssen wir auch gucken, wie wir die digitalen Medien nutzen. Und ich finde, da sollten wir uns auch vernetzen und uns Gedanken machen, damit auch die Best-Practice-Beispiele aus den Stadtverbänden über den Kreis auch überall Geltung bekommen. Dafür will ich mich einsetzen, dafür möchte ich moderieren, gemeinsam mit uns. Wir haben so viele gute Ideen in den Städten und in den Ortsverbänden, die müssen wir bündeln und dann werden wir auch wieder bei den jungen Wählern sicherlich Anklang finden und dann werden wir auch junge Menschen, aber auch Ältere und Erfahrene für unsere Arbeit begeistern. Und ja, es wird uns auch darum gehen, den Grundsatzprogrammprozess zu begleiten. Viele können sich sicherlich noch daran erinnern, damit haben wir begonnen. Schon 2019, die Corona-Pandemie kam da leider dazwischen. Wir hatten eine tolle Veranstaltung im Hoffestspielhaus. Ich habe viele Mitglieder gesehen, die jetzt nicht unbedingt in der vordersten Reihe aktiv waren, die einfach Interesse hatten, sich einbringen wollten. Es war toll organisiert von der Bundesgeschäftsstelle, vom Konrad-Adenauer-Haus. Daran wollen wir anknüpfen. Und wir werden solche Veranstaltungen dann auch dafür nutzen, um die Mitglieder zu befragen, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, wie stellen Sie sich eigentlich die zukünftige Parteiarbeit vor? Wie möchten Sie mitwirken? Vielleicht auch etwas niederschwelliger, ungebundener. Das ist heutzutage notwendig. Wir müssen neue Angebote machen, auch digital. Und wenn ich so in die Reihen der Jungen Union gucke, dann können wir uns auch da was abgucken mit Beteiligungstools. Hat auch die Jungen Union, hat der Kreisverband Erfahrungen gemacht. Auch das sollten wir nutzen. Und dann geht es natürlich auch darum, uns inhaltlich weiter auszurichten, auch in der Frage des Grundsatzprogramms. Ein bisschen Selbstvergewissen betreiben. Aber
Aber dazu gehört auch, dass wir natürlich auch nicht nur die Entwicklung im Land in den Blick nehmen, sondern auch die Entwicklung in der Bundespolitik. Und Thorsten wird da sicherlich auch gleich einiges zu sagen. Ich bin jetzt seit 7 Monaten Mitglied des Deutschen Bundestages und ich kann nur sagen, diese Zögerlichkeit, dieses Zaudern, dieses Abwarten eines Bundeskanzlers, einer Regierung, die viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist, das wird den Gegebenheiten, das wird den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, einfach nicht gerecht. Und das muss ich ändern. Und ich will dann auch sagen, dass ich das so auch wirklich noch nicht erlebt habe. Wir stellen unglaublich viele Sachanträge. Wir haben jetzt das Thema Inflation. Alles wird teurer. Die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger werden regelrecht aufgefressen. Da muss die Bundesregierung doch einen Schutzschirm sparen. Und da reichen auch 300 Euro Energiepauschale nicht unbedingt aus. Wir legen als Fraktion einen Antrag vor, mit klaren Punkten: Abschaffung der kalten Progression, Abschaffung von Handelshemmnissen. Und dann kommt immer wieder ein Satz, den ich seit 7 Monaten immer wieder höre, insbesondere von Seiten der SPD. Ihr habt 16 Jahre lang regiert, das hätte immer schon nichts gemacht. Völlig absurd. Wir haben jetzt eine Inflation. Die Welt dreht sich weiter. Wir müssen situationsgebunden arbeiten. Und dann will ich auch nochmal sagen, wenn ich das dann höre, und ich habe es bestimmt schon 15 bis 20 Mal gehört, wenn man uns vorwirft, wir hätten 16 Jahre regiert, dann sollte man eins feststellen. Die SPD war in den letzten 23 Jahren, 19 Jahre in der Regierung, da sieht man mal, wie absurd dieses Argument ist, davon hat sie 7 Jahre den Bundeskanzler gestellt, von dem sie sich wünschen würde, dass er jetzt nicht mehr Mitglied der SPD ist. Das gehört zu weit dazu, deswegen sollten wir das Argument mit den 16 Jahren nicht durchgehen. Und im Kreis machen wir vor, wie das geht. Wir halten Kontakt zu den demokratischen Fraktionen, zu den demokratischen Parteien. Das klappt geräuschlos. Nicht, weil nichts passiert, sondern weil man miteinander spricht, weil man auch mit denen spricht, die vielleicht sonst nicht immer unbedingt bei allen Schnittmengen einer Meinungsbildung sind. Weil man offen ist, weil man nach besten Lösungen geht. Und das ist ein Markenzeichen, was wir uns als Kreis auch bewahrt. Deswegen hoffe ich, dass Sie heute den Personalvorschlag, der relativ gut abgestimmt mit dem Stadtverbandsvorsitzenden, mit dem Kreisvorstand hier heute eingebracht wird, dass Sie diesen Personalvorschlägen ein gutes Votum geben, bestmöglich ausstatten. Glauben Sie mir, es ist so. In der Region, in der Landespartei, der Kreisverband der CDU Recklinghausen wird geschätzt durch seine Geschlossenheit, durch den klaren Zusammenhalt. Ich würde mir wünschen und bitte Sie auch darum, dass dieses Signal der Geschlossenheit heute auch von diesem Kreisparteitag ausgeht. Der Kreis, der braucht uns. Und ich habe gerade mal, als ich reingekommen bin, gelesen und das Logo vor Ort, Kreis im Land, das passt, das ist gut. Aber ich finde, wir sind auch stark zusammen auf Bundesebene. Das wird der Thorsten sicherlich gleich noch in sehr guter Art und Weise nochmal betonen. Auf allen Ebenen zusammenarbeiten, lassen Sie uns heute ein starkes Signal der Geschlossenheit geben. Wir haben viel vor, wir haben viele Aufgaben, wir haben viel erreicht, darauf sollten wir uns aber nicht ausruhen, sondern gemeinsam mit einem guten Team, mit einem guten Mix aus jungen, erfahrenen Leuten, aus Frauen und Männern, gemeinsam das jetzt in den nächsten 2 Jahren angehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.